Hallo ihr Hexen und Zauberer da draußen und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy auf der PlayStation 5. Es geht weiter, beim letzten Mal haben wir diese eine Höhle da so ein bisschen erkundet, die der Familie Black gehört hat. Also dieser einen A. Black, ich habe jetzt schon ihren Namen wieder vergessen. Auf jeden Fall haben wir einen Hauself namens Scrope getroffen und der hat gesagt, dass dort die Seiten, die fehlenden Seiten, die wir suchen, hätten sein können. War leider nicht so. Wir haben stattdessen einen Geist getroffen namens Jackdaw. Den Vornamen kann ich euch gleich sagen, wenn ich einmal nachschaue. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Das stimmt, Ignatia. Das ist so geil. Das Flohpulver ist die beste Erfindung EU-West. Ja, Richard hier heißt er. Und wir sollen ihn jetzt im verbotenen Wald treffen, weil er der Meinung ist, dass die Überreste, also dass seine Überreste auch noch diese Seiten bei sich haben, was ich ehrlich gesagt ein bisschen anzweifle, weil ich glaube nicht, dass die dabei sind. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die da irgendwo sein können noch. Ich glaube, die hat jemand mitgenommen. Das wäre zu einfach. Leviosa. Incendium. Auch nicht darunter, das ist eine blöde Idee. Hui! Kannst du mal aufhören, immer nach vorne zu gehen, wenn du kämpfst? Incendio. Kannst du bitte mal den... Ich muss Incendio wieder aufladen, ich hasse es. Ich kann den ja eigentlich auch ignorieren, ne, weil... Levioso. Eigentlich kann ich es echt ignorieren, weil es gibt uns sowieso keine Experience. Levioso. Jetzt verbrenne. Incendio. Oh, das hat ordentlich Schaden gemacht. Uiuiui, ui, ui, das war gut. Bam. Ne, es gibt auch EP. Oh, das ist gut. Ich dachte, es gibt nur EP durch... Durch die Handbuchseiten und sowas. Ah, interessant. Aber es wurden ja auch... es gab ja auch mal wieder ein Patch. Habe ich beim letzten Mal ja auch schon gesagt. Ich habe mir so ein bisschen die Patch-Notes angeguckt. Also sie haben so ein paar Sachen verbessert. So, finde ich cool, dass sie da auf jeden Fall... Patches nachreichen, wenn da irgendwas nicht passt und so, dass sie da aktiv dabei sind, das Spiel zu verbessern. Da ist nochmal so ein komisches Lager, das nehmen wir jetzt aber nicht in Angriff. Wir gehen jetzt wirklich straight zum verbotenen Wald und dann wollen wir den nochmal so ein bisschen erkunden. Ist jetzt tagsüber, ist jetzt nicht so mega gruselig oder atmosphärisch, aber egal, es ist der verbotene Wald. Ah, warten, es muss also in der Nacht passieren wahrscheinlich. Oh Gott, das wird geil. Ich freu mich riesig. So cool. Oh, natürlich. Hier bin ich. Wie versprochen. Warte mal kurz. Ich muss erstmal hier... Lumos. Lumos anmachen. Hi, wo ist denn jetzt... Wo sind deine Überreste, Jack? Daw. Richard. So sieht man sich wieder, Richard Jackdaw. Es überrascht mich nicht, dich hier zu sehen. Es braucht die Gerissenheit des Slytherins, diese Seiten aufzuspüren. Schön gesagt. Wie geht es jetzt weiter? Folge mir. Ich werde dich so weit bringen, wie ich kann, aber ich fürchte, es widerstrebt mir, den Ort meines Ablebens aufzusuchen. Halte Ausschau nach einer Vogeltränke. Wenn du sie findest, sag Intramuros. Ich glaube, das ist Latein. Oder Griechisch. Wie du dir denken kannst, habe ich in der Schule nie gut aufgepasst. Wollen wir? Hey, da haben wir was gemeinsam. Dann haben wir ja was gemeinsam, so. Gibt es neben der Vogeltränke noch etwas zu beachten? Ja. Es gibt einige Orientierungspunkte. Eine Steinbrücke, einen Wasserfall und einen See, denke ich. Du wirst schon sehen. Das war sehr hilfreich. Danke. Wir sind einfach. Es ist erstaunlich, wie viel mir unglücklicherweise wieder einfällt. Wir sind einfach im verbotenen Wald. Es ist einfach insane gerade. Lumos. Ja. Mit jedem Schritt, den wir uns nähern, kehrt mehr meiner Erinnerung zurück. Am besten lasse ich dich nun allein. Was? Bleib einfach auf dem Weg und halte Ausschau nach der Vogeltränke. Adieu. Ist das jetzt Latein? Oder doch Griechisch? Ich glaube, es ist Italienisch. Ja, okay, du bleibst jetzt also hier und wir müssen jetzt weitergehen alleine. Es ist, okay. Wir gehen jetzt alleine in den verbotenen Wald.
Ah, das erinnert mich echt an Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Da musste man ja auch im verbotenen Wald rumschlendern. Auch im ersten Teil ja auch. Ja, hi. Alter. Habe ich gerade so eine Minispinne angegriffen? Okay, das ist der verbotene Wald. Wir werden hier gleich begrüßt. Gleich mal eine Level 20 Spinne attackiert uns hier. Hey, hier ist ja alles voll mit Feinden. Levioso. Das juckt die gar nicht. Ich muss mal eben hier. Incendio. Oh, alte Magie. Boah, insane. Das war gerade insane wichtig. Aber es ist noch nicht vorbei. Oh Gott, ist sie stark. Ach du Scheiße, ist die mächtig. Ich mach mal die Kombo weiter, weil wir haben immer noch eine Aufgabe. Was ist das denn? Oh, das ist gut, ich will. Oh, ich wurde getroffen, Mist, das hätte ich nicht machen dürfen. Ich wollte gerade sagen, es gibt ja noch diese Aufgabe, wo man eine Kombo von 100 erreichen muss für eine Trophäe. Das wäre halt ganz cool jetzt gewesen, das zu erreichen. Aber da wird es schon früher oder später eine gute Gelegenheit geben, glaube ich. Und ansonsten gucke ich einfach mal ins Trophäenforum rein. Da ist doch jemand. Kann ich das mit Incendio Incendio. Hi. Oh. Das ist jetzt nicht gut. Oh, alte Magie. Okay. Wusch! Steht er nicht einfach so rum? Kannst du nicht mal helfen? Wir schweben in Gefahr, falls du es noch nicht bemerkt hast. Der ist einfach weg. Appariert. Das Ministerium sollte sich nicht gegen die dunklen Künste stellen. Es gibt einfach keinen besseren Schutz. Ich höre da irgendwelche Menschen tuscheln über irgendwelche bösen, dunklen Sachen. Das finde ich interessant. Da müssen wir hinterher. Incendio. Incendio. Ich meine, wir sind im verbotenen Wald, Leute. Hier ist alles möglich. Ich finde es nur gerade kacke, dass ich kein Lumos... Ich kann den Lumos natürlich auf das setzen, weil Reparo brauchen wir gerade eh nicht. Lumos. Reparo ist gerade wirklich nicht nötig. Dann mache ich lieber so. Damit ihr halt ein bisschen mehr seht. Also mir wäre es egal, aber ich will auch, dass ihr alles erkennen könnt, sonst... Was haben wir denn hier? Ich habe bei Crackbox schon ewig keine lohnenswerte Beute mehr gesehen. Aber wenn die Luft kühler ist, dauert es immer länger. Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal wirklich dahin, wo wir hingehen sollen. Die interessieren mich jetzt gerade erstmal nicht. Der Wasserfall. Für einen Dieb ist Jector überraschend verlässlich. Da ist er ja. Da sind weitere Feinde, die umgehen wir jetzt erstmal ganz gekonnt. Lumos. Da vorne ist doch ein... Sind das Tierwesen, die man befreien kann? Das soll man ja auch machen können. Da wurde mir abgeraten, das vor irgendeiner Mission zu machen, deswegen tue ich das mal nicht. Vielleicht haben sie das irgendwie wurde gesagt, dass man dann irgendwie nicht weiterkommen kann eventuell, aber ich weiß nicht, ob sie sowas nicht dann vielleicht auch irgendwann mal patchen. So, weiter geht's. Seltsam feierlich, dieser Ort. Hirsche sind so majestätische Wesen. Da ist die Vogeltränke, glaube ich. Da vorne ist sie doch, hier. Da, genau wie Jector es beschrieben hat. Warte mal, erstmal muss ich zu Ignatia. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Hier war auf jeden Fall jemand am Werkeln. Ist er hier denn direkt... Also hier ist er denn gestorben. Und das war dann sein... Wahrscheinlich nicht. Nee, das war wahrscheinlich nicht er. Hier geht's auch irgendwie noch rein, habe ich das Gefühl, oder? Naja, da ist die flüstern mir mal das Passwort, was ich Matsu sicherlich gemerkt hat, weil ich hab's mir nicht gemerkt. Intramuros. Ja, war klar, dass es da aufgeht.
Uiuiuiui. Hier draußen wird euch niemand hören. Ranrock wusste, dass du uns zu dem führen würdest, was du versteckst. Ins Händchen. Aua, Junge. Treib doch nicht die Lage. Ins Händchen. Huiuiui. Okay, die sind echt nervig. So, der ist, glaube ich, gleich down. Das Ausweichen ist halt echt stark, ne? Die kommen aber von allen Seiten, das nervt ein bisschen. Bist du mal fertig? Au, das war wieder meine Combo, die ist wieder down. Sehr schade, ich bin fast tot. Ich muss hier gerade wirklich aufpassen, dass ich nicht schon wieder erwischt werde. Eine vollkommen erwärmte. Mann! Wieso geht Incendio denn nicht? Hast du nicht? Der ist schon mal tot, sehr gut. Komm mal! Hei, 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 hei. Puh. Ich muss mir dringend mal wieder neue Tränke holen! Und tschüss. Puh. Diese Anhänger werden Ranrock nichts mehr berichten. Mal sehen, wohin Jackdaw mich geführt hat. Puh, das war ganz schön intens, muss ich sagen. Wow. Jetzt habe ich zumindest wieder einen Trank, einen Mega-Power-Trank bekommen. Aber trotzdem. Lass uns mal reingehen jetzt. Wie aufregend einfach. Jackdaws Grab. Finde die fehlenden Seiten. Die Seiten sind bei Jackdaws Körper irgendwo in dieser Höhle. Das kommt mir langsam allzu bekannt vor. Lumos. Da geht's in den verbotenen Wald zurück, okay? Kann man jetzt einfach hier... Nee, man kann hier nicht weiterlaufen, okay. Hier ist einfach der Ausgang. Wie groß dieser Ort wohl sein mag. Finden wir es raus. Das ist auf jeden Fall schon sehr einladend hier, diese Höhle. Ich mache mir gerade nur Sorgen, was hier für Gefahren lauern könnten. Akio. Nochmal ein paar Mondsteine. Wenn ich auf das Symbol schieße, leuchtet es. Aber nicht lange. Muss das alles führen. Hm, das war scheinbar richtig, was ich gemacht habe. Jemand wollte hier unten keinen Zufallsbesuch haben. Da habe ich doch schon wieder einen Feind gesehen. Es geht gleich schon wieder los. Es wird schon wieder gekämpft. Lumos. Eieiei. Ob einer meiner Zaubersprüche mir hierbei helfen könnte? Matsu, das hast du schon ein paar Mal gemacht. Natürlich. Ob einer meine Zauber... Ja, ich glaube, der trollt einfach nur ein bisschen. Oh. Ja, niemals allein. Könnte es auch anders sein. Boah, das ist aber ein Badass-Move gewesen. Ah, es war ein badass Move auf jeden Fall. Cool. Na gut, die Combo ist weg. Es wird noch Gelegenheiten geben genug, um das einmal zu machen. Gar kein Problem. Was ist denn jetzt hier unten? Alternative Wege schon wieder. Revelio. Ich hoffe, hier ist zumindest nicht so viel Revelio-Kram, weil sonst wird's hier echt... Echt schwierig. Ich glaube, ich laufe aber erstmal hier oben weiter, oder? Es sieht so... Da sind schon wieder kleine Spinnchen.
Da kann ich doch nicht einfach durchlaufen. Ey, die Spinnen. Incendio. Alter Schwede, die werden mich doch zerfleischen, wenn ich hier... Warum sieht das so nach Bossraum aus? Da ist eine riesige Truhe und da hinten ist wahrscheinlich irgendein Bossgegner. Ich muss hier noch gar nicht hin. Ich gehe jetzt einfach zum Ziel. Ich muss zum Ziel. Dann muss ich doch hier runter. Ich will mich jetzt nicht in irgendwas schon wieder verwickeln lassen, was gar nicht jetzt die Quest ist. Okay, jetzt wird's schon wieder crazy. Ja. Hörst du mal auf, mit dem Scheiß da nach mir zu rotzen? Meine Fresse, ey. Hinter mir auch noch. Kannst du behalten, ey, deine blöde Spinnspucke. So, ein bisschen Mondstein geht immer. Mondstein, Flieg und Sieg. Noch ein Rätsel. Nun, wenn Jackdaw es lösen konnte, kann ich das auch. Es könnte ja sein, dass man den da hochmacht. Okay, doch nicht. Oh, einfach nur so ein Licht. Okay. Oh, ein Rätsel. Ist es vielleicht das? Das vielleicht, wenn das jetzt die Lösung ist, ne, dann... Das nächste Symbol könnte versteckt sein. Revelio. Ach so, ja, ich sehe es schon. Was ein tolles Rätsel. Oh mein Gott. Oh, das ist die Szene aus dem Trailer, glaube ich. Bemerkenswert. Das kommt mir bekannt vor, das habe ich schon mal gesehen. Also, glaube ich zumindest. Es sah auf jeden Fall ähnlich aus damals im Trailer. Ja, dann gehen wir weiter. Wir haben ja gerade mal 17 Minuten. Also, ich würde jetzt schon gerne das hier zumindest erledigen. Wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da einfach die Seiten finden werden. Das wäre zu einfach. Aber vielleicht täusche ich mich ja auch. Vielleicht war aber auch hier Fräulein Morgenack oder wie sie hieß. Ich weiß gerade ihren Vornamen nicht mehr. Vielleicht war sie einfach vorher da. Ich würde so gern mehr über sie erfahren. Ich hoffe, da kommt noch mehr über sie. Aber davon gehe ich einfach aus. Aber wieso kommt sie dir bekannt vor? Was bringt das, wenn ich diese Spinnen töte? Habe ich da irgendwie was von? Nö. Revelio. Ha. Hier wird gleich wieder gekämpft. Macht aber eigentlich Spaß, gegen die Spinnen zu kämpfen. Das ist irgendwie cool. Akio. Macht Spaß, auf jeden Fall. Gut, okay, dass Jackdaw da nicht runtergefallen ist. Akio? Nochmal. Nice. Das können wir rausziehen. Oder uns dahin ziehen. Aber da geht's ja auch noch weiter. Mann, das sind so viele Wege schon wieder. Was ist denn das hier schon wieder, Mann? Das ist doch. Das könnt ihr doch nicht machen. Vorher gucke ich mal, ob meine Ausrüstungsgegenstände überhaupt passen. Habe ich eigentlich schon irgendwas, was ich wieder tragen kann? Eher so? Nö. Mach ich kaputt. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Platz. Ach so, ist da nirgends ein kopfloses Skelett? Aber dafür kann ich mich wenigstens hier bedienen. Ja, es ist... Man kann sich hier bedienen. Man kann einfach sich alles in die Tasche stopfen, was man findet. Das ist doch eigentlich eine nette Sache. Wieso ist die wieder zu? Ach so, es sah nur so aus. Lumos. Lumos. So. Akio. Lumos. Und nochmal. Ich fahre gleich runter, wenn es weitergeht. Kannst du bitte mal ein bisschen vom Rand weggehen? Hi. Warte. Warte, da ist noch was. Geht langsam. Ich weiß nicht, ob es clever ist, auf diesem Ding hier zu battlen.
Incendio. Oh, Incendio ist wahrscheinlich, sind die wahrscheinlich richtig anfällig gegen. Puh, das waren sie wieder. Und Spinnenfangzähne sind, glaube ich, auch eine nützliche Zutat für Zaubertränke. Kann ich mir vorstellen. Es ist auf jeden Fall sehr naheliegend. Da geht's auch noch weiter. Was ist denn das hier? Kann man da so durchgehen? Kann man nicht. Also. Aber deswegen bin ich ja auch nicht hier. Also, da ist bestimmt wieder nur, sind nur Galeonen drin. Ein Majestät. Eine unberührte Truhe. Jackdaw war bei seiner Suche hier nicht sehr gründlich. Da hat er nicht ordentlich gelootet, der Boy. Das ist aber gut für uns, weil dann können wir das anziehen. Was haben wir denn hier? Das ist der Majestätische und der macht auf jeden Fall unsere... Ja, der macht alles besser. Hat Style, aber ich bin, wie gesagt, Verfechter des klassischen Umhangs erstmal noch. Weil wir sind aktuell nur Schüler von Hogwarts, Slytherin. Und deswegen will ich da eigentlich auch genauso auftreten. Es macht einfach für mich keinen Sinn, da was anderes anzuziehen jetzt. So, nochmal ein paar Mondsteine, das ist immer gut. Ich weiß noch nicht so ganz, was man damit machen kann, aber das werde ich auch noch rausfinden. Hier geht's auch noch weiter. Alter Schwede, es ist so vielschichtig hier. Also ich hoffe, dass ich da noch rechtzeitig ankommen werde. Ich kann es nicht garantieren, Leute. Es ist hier sehr, sehr groß. Achso, die kann man einfach nur so pflücken. Jupp, ich nehme sie alle mit. Ich hoffe, da hat man nicht irgendwann eine Begrenzung. Weil das wäre echt schade. Ah, okay. Geht auch nicht. Ich brauche eine andere Plattform da. Da kann man auch nochmal was rausziehen. Geht auch nicht. Ach so, von da müssen wir anfangen. Okay, ja, alles klar. Rebellion. Was hör... Ich höre irgendwas, aber... Akio. Ich kann gar nicht so richtig deuten, was das genau sein soll. Das hat was von Mario 64 irgendwie. Grüne Giftgrotte. Da musste man auch sowas machen. Nur halt, dass man hier eben... auf, man muss die halt so Richtungstasten, also Pfeile berühren und dann ist man eben in diese Richtung gegangen, gefahren. Wow. Wow. Sind wir etwa da jetzt? Nee, da müssen wir hin. Aber das hier ist scheinbar... Oh, da muss ich aber nochmal was vernichten. Wie schade wäre das, wenn ich jetzt hier nichts mitnehmen könnte. Da habe ich nur einen... Oh, das macht sogar... Oh, das macht ja alles irgendwie... Was trage ich denn da überhaupt gerade? So coole Sachen schon, die mich verbessern. So, und mir wurde auch mal geschrieben, dass alles, was ich einsammle, wird irgendwie auch hier als Aussehen hier gespeichert. Das heißt, man kann die Sachen auch einfach dann wegschmeißen und man kann sich trotzdem noch so stylen. Also wenn das stimmt, wäre das richtig geil. Wow, oh, das hat sich ja richtig gelohnt. Deswegen bin ich hier. Jawohl, geil. Levioso. Ach so, deswegen bin ich ja hier. Ich habe gerade schon fast die Truhe vergessen. Ja. Akio. Und schon wieder eine Truhe. Es könnte sein, dass ich hier einen Cut machen muss, Leute. Dann ist es so. Quidditch-Umhang? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der uns weiterbringen wird. Aber, I don't know. Wir haben es in dieser Höhle gefunden. Das kann sein, dass der auch gut ist. Ja, da macht die Offensive besser. Geil. Hat auch irgendwie was Cooles, ne? Passt aber irgendwie nicht zu Matsu, finde ich. Wir nehmen den klassischen Slytherin-Anzug. Genau. Oh, Mega-Power-Tränke, jawohl, die nehme ich. Aber gleichzeitig macht mir das auch ein bisschen Angst, weil warum gibt uns das Spiel jetzt hier Mega-Power-Tränke?
Soll mir das jetzt irgendwas sagen, dass es hier jetzt gleich losgeht? Da drüben ist auch nochmal irgendwas, eine Truhe. Wie komme ich denn da drüben hin? Da drüben vielleicht? Da möchte ich eigentlich auch gerne hin. Eben mal schauen, wie kann ich hier vielleicht irgendwie... Darüber geht's nicht und da ist jetzt auch nichts, wo man sich darüber ziehen kann oder sowas. Vielleicht ja da an der Seite oder sowas. Ja gut, ich kann ja so machen. Dann so hier stehen bleiben. Ja. Huiuiui. Ich bin froh, dass Richard Jackdaw mir etwas hinterlassen hat. Aber wo kann er sein? Ein schönes Hütchen. Also es wäre geil, wenn wir jetzt hier coole Sachen finden, um uns einfach weiter zu equippen. Das ist auch wieder besser. Wie viel ist der wert? Ja, komm, weg damit, come on. Ja, aber den kannst du gleich wieder wegpacken, den Hut. Ich möchte den nicht. Aber das ist trotzdem gut. Der hilft uns weiter, der macht uns stärker. Und hier muss was richtig Geiles drin sein. Seltsam. Ich hätte gedacht, dass Jackdaw an dieser Beute interessiert wäre. Aber es gibt keine Spur von ihm. Vielleicht war er nicht an materiellen Dingen interessiert. Aber wobei, er hat den Ring verkauft. Aber vielleicht wollte er sich davon was anderes kaufen. Was vielleicht nicht materiell ist. Ich weiß es nicht. Aber der ist schlechter, der Umhang, den wir da gerade bekommen haben. Leider. Der Dämmerungsumhang. Nee. Oh doch, der kann weg. So. Gut. Ah, die Folge nähert sich dem Ende und ich habe es noch nicht gefunden. Aber... Verfolgen nicht verfügbar. Wir müssen da also so hinfinden. Da war ich ja schon. Die einzige Möglichkeit besteht jetzt darin, hier dem... da weiterzugehen. Irgendwo. Ich meine, hier hinter kommt man vielleicht weiter. Nee, da geht's nicht weiter. Hier kann man noch weiterlaufen. Oder? Nee, auch nicht. Dann muss ich hier runter wahrscheinlich. Dann muss ich wohl oder übel hier runter. Da ist sie, die Brücke. Sie ist fast fertig. Ja, aber die kommt nur... Die können Richard Jackdaw nicht enthauptet haben. Besiege Spinnen, 20 Stück. Ja, das kriegen wir sicherlich noch hin hier. Juhu! 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 Weiter? Uiui, was hier war. Das ist ein krasser Trick, den du mir da... Komm hier! Wusch, Junge! Yo, der Big Boss. Die Big Boss-Spinne. Ist das Aragog oder was? Meine Fresse! Zwei Big Bosse sogar. Meine Kombo hatte wieder von vorne begonnen hier. Ist echt... Oh, hat natürlich keinen Effekt. Gerade lässt sie mich aber in Frieden. Das finde ich echt geil. Warum tut sie das? Ist das ein Bug? Okay. Machen wir weiter so. Ja. Sehr gut. Okay, jetzt habe ich meinen Angriff kassiert, aber... Ich muss sagen, das geht aber soweit. Oh, 50 schon? Oh, können wir es noch ein bisschen rauszögern? Ins Handy. Warte mal. Weiter. 62. Werde ich etwa hier diese Trophäe bekommen? Ich würde es lieben. Ganz ruhig. Oh, 74. Da geht's weiter. Fuck, ich darf nicht so viel Schaden machen. Jetzt kommt sie gleich hier wieder raus. Mach's gut, Monster. Warte. Seit Jackdaw hier war, haben sich diese Spinnen sich ja rasant vermehrt. Ja, aber die Kombi. Ich meine, ich werde das noch irgendwann schaffen. Ich glaube, das ist gar nicht so dramatisch. Aber ich hätte sie jetzt trotzdem gerne schon bekommen. Weil dann müsste ich mir darüber keine Gedanken mehr machen. Und ich war schon bei über 80. Mein Gott. Na komm, gehen wir da nochmal eben hin. Wir sind ja kurz davor. Ah, wieder so ein...
Aber nur ein, zwei, meistens sind es drei Symbole. Revelio. Da müsste noch irgendwo noch ein anderes Symbol sein. Ich muss mich nach dem Symbol umsehen. Da unten ist es. Da ist es da unten, aber wie komme ich da ran, hä? Warte mal. Bin tot. Nee, doch nicht. Wie kommt man da ran? Da. Eine unberührte Truhe. Jackdaw war bei seiner Suche hier nicht sehr gründlich. Reicht das? Geht nicht, ne? Ah, ich weiß, ich muss da einfach runter. Ich mache es jetzt so. Ich spring da runter. Zack. 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 Haben wir's. Das ist sowas von die Szene aus dem Trailer. Das kommt mir so bekannt vor. Wir haben es geschafft, Leute. Eigentlich sind wir schon über der Zeit, aber ich sag mal so, wenn wir da jetzt schnell noch hingehen, dann macht das ja nichts. Ich muss näher an Jackdaws Überreste herankommen. Und an die Seiten. Da sind aber noch Leute. Ich sehe da doch schon wieder Leute davor. Alte Schwede. Och, das wird noch in einem absoluten Bosskampf enden. Wer weiß, wie lange sich das dann wieder hinauszögern wird, Leute. Ich weiß, ich bin gemein, aber dann machen wir es doch beim nächsten Mal. Ich hätte jetzt gedacht, wenn ich da jetzt hätte hinlaufen können und da hätte ich die einfach einstecken können, dann hätte ich es jetzt noch drin gelassen. So machen wir das dann beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal müssen wir wahrscheinlich uns gegen diese Rüstung behaupten. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir diese Seiten wirklich bekommen, die wir suchen, oder ob die nicht doch schon entwendet wurden. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Mal.